darf unseren nächsten Gast begrüßen. Wir haben ja nur zwei Vorgaben gemacht und das waren die großen Themenpfade, nachhaltige Zeiten und soziale Zeiten. Der erste Input war zum Thema nachhaltige Zeiten. Jetzt darf ich Professor Stefan Lessenig von der Uni Jena begrüßen, der uns einen Input gibt zum Thema soziale Zeiten. Wir sind gespannt. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich, dass Sie sich die Wissenschaft ins Haus geholt haben heute. Das ist ja immer ein Risiko und kein kleines. Das mit der Vorgabe stimmt nicht ganz. Also soziale Zeiten ist mein Thema, aber es wurde noch konkretisiert und zwar mit der Frage, wie erreichen wir die gerechte Gesellschaft? Das finde ich natürlich, freut mich extrem, finde ich geradezu rührend, dass von der Wissenschaft erwartet wird, in 15 Minuten diese ja, brutalstmögliche Frage gesellschaftspolitischer Zukunft zu beantworten. Versuche ich gerne, ich bin Soziologe und es sollte kein Problem sein, das in 15 Minuten und in drei Schritten zu tun. Die Frage ist riesig, ich habe sie unterteilt in drei Fragestellungen, also wie erreichen wir die gerechte Gesellschaft? Die erste Frage wäre, was ist eigentlich gerecht? 5 Minuten. Zweite Frage, wer ist eigentlich wir? 5 Minuten. Und dann 5 Minuten, wie werden wir eigentlich gerecht? Uns oder auch allen anderen? Ja, und dann verlasse ich schnell den Raum. So, jetzt muss ich sehen, dass das mit den 5 Minuten auch jeweils klappt. Was ist eigentlich gerecht? Wenn Sie jetzt einen Philosophen eingeladen hätten, dann würde er Ihnen überzeitliche, ja, ahistorische Wertmaßstäbe von Gerechtigkeit präsentieren können, würde sagen, halten Sie sich doch bitte daran. Ja? Bei den Soziologen ist es üblich, die Gerechtigkeitsfrage zu soziologisieren. Ja? Und dann ist gerecht nicht ein Maßstab, der irgendwie in allen Zeiten der gleiche wäre, sondern der gesellschaftlich veränderbar ist. Und gerecht ist dann auch das, was die Menschen, die Leute zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort für gerecht halten. Und das ist, wie diese Definition schon sagt, veränderbar. Das verändert sich, das war in den 1950er Jahren anders als in den 70er Jahren und da wieder anders als in den 90er Jahren und es ist heute nochmal anders. Um so ein bisschen wenigstens die Wissenschaft aufscheinen zu lassen, da ist dann die Rede von einer moralischen Ökonomie. Ja? Also die herrschenden Vorstellungen der Menschen in einer Gesellschaft, was angemessen ist, was eine angemessene Verteilung von Reichtümern, Lasten, Kosten, Gewinnen, Lebenschancen eigentlich ist. Also es gibt auch sowas wie eine moralische Ökonomie und nicht nur die monetäre oder die Realökonomie. Also wem steht was zu, was ist eigentlich angemessen in einer Gesellschaft, so würde ich die Gerechtigkeitsfrage übersetzen und das ist, wird zu jedem Zeitpunkt neu in Gesellschaft bestimmt, wird gesellschaftlich verhandelt und ich würde sagen, dass heute das gesellschaftliche Grundgefühl zunehmend ist, dass es in unserer Gesellschaft nicht nur an der einen oder anderen Stelle zufälligerweise ungerecht zugeht, sondern dass es systematisch ungerecht zugeht. Dass wir in einer Gesellschaftsordnung leben, die systematisch Lebenschancen ungleich verteilt, und zwar in einer Weise ungleich verteilt, mit der wir längere Zeit ganz gut gelebt haben, hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich komme gleich zu dem Wir, das Milieu, in dem wir uns alle, und da ziehe ich mich ein, bewegen. Da haben wir relativ lange ganz gut oder vielleicht sogar sehr gut gelebt in dieser ungleichen Chancenverteilung und zunehmend gerät diese ungleiche, systematisch ungleiche Chancenverteilung in dieser Gesellschaft aber in den Blick. Zunehmend wird das peinliche Geheimnis, und mittlerweile darf man ja davon reden, des Kapitalismus deutlich, nämlich dass er systematisch Lebenschancen ungleich verteilt. Das ist von der 99%-Gesellschaft die Rede. Ich weiß nicht, ob die Zahl genau stimmt. Aber ich glaube, was zunehmend deutlich wird, ungerecht ist eine Gesellschaftsordnung, die die private Aneignung des gesellschaftlich produzierten Reichtums in ungleicher Weise befördert, zulässt und uns blüht allmählich, dass das ungerecht sein könnte, nachdem wir, wie gesagt, relativ lange damit gut gelebt haben. Jetzt ist das erstmal eine Negativbestimmung, also was ist ungerecht? Also offensichtlich ist die private Aneignung gesellschaftlich produzierten Reichtums und die ungleiche Verteilung, die systematisch ungleiche Verteilung dieses Reichtums ist
ungerecht, was könnte aber gerecht sein? Dazu gleich zwischendurch zu der Frage, wer sind eigentlich wir? Also wir sind erstmal diese, weiß ich nicht, 300-400 Personen hier in diesem Raum. Für den Soziologen ist wir immer eine soziale Konstruktion und eigentlich wird wir immer dann bemüht, gesellschaftlich und politisch, wenn es ums Ganze geht, ja, also im doppelten Sinne. Also wenn irgendwie alle gemeint sind und wenn es um große gesellschaftliche Fragen geht. Wenn wir uns die Vergangenheit, die Jüngere anschauen, Herrschaft der wirtschaftsliberalen Ideologie in den letzten 2-3 Jahrzehnten ganz massiv. Diese Ideologie kannte kein Wir im eigentlichen Sinne, sondern im Grunde genommen kannte man in den letzten 3 Jahrzehnten immer nur das millionenfach multiplizierte Ich. Ja, also viele, viele vereinzelte Einzelne, also individuelle Marktakteure, Wirtschaftssubjekte oder wie auch immer man das nennen mag. Und Sie erinnern sich vielleicht an Margaret Thatcher, die viele große Sätze gesagt hat, einen beispielsweise, there is no such thing as society. Das ist sozusagen die praktische Gesellschaftstheorie, ja, und dann auch Realität gewordene Gesellschaftstheorie des Wirtschaftsliberalismus. Nämlich, es gibt nur viele vereinzelte Einzelne, die ihr Glück auf Märkten suchen und dort auch dann hoffentlich finden und durch deren Marktglückssuche dann auch das größte Glück der größten Zahl erreicht wird. Und auf Märkten sucht man dann sozusagen auf allen Gebieten sein Glück. Es gibt dann Märkte für, wissen wir, Arbeit und Kapital, für Energie und Verkehr, für Rindfleisch und Sojapflanzen, für Alterssicherung und Gesundheitsversorgung, für käufliche Liebe und sogar für romantische Liebe. Als gerecht, und das ist sozusagen die Positivbestimmung, die bislang da geübt wurde, als gerecht galt lange Zeit und gilt wahrscheinlich bis heute bei vielen, dass jeder halbwegs erwachsene Mensch zum, in Anführungszeichen, selbstbestimmten, eigenverantwortlichen, mündigen Marktsubjekt wird oder gemacht wird oder sich erklären muss. Dass wir, also hier das vereinzelte Marktsubjekt, ist eigentlich sozusagen die Gesellschaftsfigur der letzten 3 Jahrzehnte. Und das Wir tauchte in diesem Kontext immer nur auf, wenn Krisendeutungen angesagt waren, wenn Krisen auftraten, dieses Vergesellschaftungsmodus der Marktsubjekte. Nämlich wir, das Wir tauchte immer nur auf, wenn gesagt wurde, naja, wir müssen uns mehr anstrengen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit oder die Wettbewerbsposition der Bundesrepublik Deutschland zu erhalten, zu wahren, zu verbessern. Und das war sozusagen ein endloses Spiel, immer wieder zu sagen, wir müssen uns mehr anstrengen. Es wurde gerne gesagt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und müssen daher den Gürtel enger schnallen. Das Wir kam immer dann ins Spiel, wenn wir uns ausgebeutet gefühlt haben von allfälligen Sozialfiguren wie den faulen Arbeitslosen, den integrationswilligen, unwilligen Ausländern, den gierigen Alten. Auch das ließ sich beliebig multiplizieren. Oder vom Wir war jetzt auch zuletzt die Rede, wenn wir uns betrogen, verkauft, verschaukelt gefühlt haben, wahlweise von Nieten in Nadelstreifen oder von Heuschrecken oder von Griechen oder wem auch immer. Dabei ist die Sache mit dem Wir meines Erachtens unendlich komplizierter. Und diese Wirs, die ich jetzt genannt habe, sind eigentlich nur Problemverschleierungsstrategien. Nämlich wir, und da sage ich jetzt heute hier in diesem Kreis, und ich adressiere vielleicht anders als Ulrike Herrmann nicht die Partei der Grünen, sondern ein Sozialmilieu, was weit darüber hinausgeht, dass wir der akademischen Mittelschichten hier im Saal und dass wir der akademischen Mittelschichten in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft auch und Medien, dieses Wir ist, und das wissen wir alle, wenn wir ehrlich sind, auf unendlich vielfältige Weise verstrickt mit einer Gesellschaftsordnung, die systematisch ungleiche Lebenschancen zuteilt. Also das ist jetzt die Verbindung in der Dramaturgie von Teil 1 und Teil 2. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die systematisch ungleiche Lebenschancen produziert, und zwar in einer massiven und massiv deutlich werdenden Weise. Und wir sind in unseren Lebensführungsmustern, in unserem Alltag, in unseren Absichten, die wir mit unserem Leben verbinden, ja, in unserer Vorstellung von Glück, von Lebensqualität, sind wir verbunden, verstrickt, verbandelt mit dieser Ungleichheitsordnung. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn wir uns überlegen, wie wir eine gerechte Gesellschaft herstellen oder wie der Weg dorthin aussehen könnte, dann
müssen wir, und das ist vielleicht sozusagen dann auch nachher nochmal die Verknüpfung zu der Verzichtsthese, die ich dann nochmal konkretisieren wollen würde, dann müssen wir eben wissen, dass wir auch uns selbst neu bestimmen, neu erfinden müssen, ja, dass wir uns neu besinnen müssen, nämlich, dass wenn wir diese Gesellschaftsordnung verändern wollen, hin zu einer gerechteren Gesellschaft, zu einer gerechteren Verteilung von Lebenschancen, dass wir auch uns selbst ändern müssen und das nicht immer nur an die anderen adressieren können. Und damit möchte ich nicht sagen, dass allfällige Klassenunterschiede oder Klassenkonflikte dadurch sozusagen nicht thematisiert werden sollen. Es gibt sozusagen zwei Seiten des gesellschaftlichen Konflikts, das würde ich ganz stark sagen. Aber wir können uns nicht immer davon ausgehen, dass wir auf der richtigen Seite stehen und dass es so einfach wäre. Wie erreichen wir die in Anführungszeichen gerechte Gesellschaft? Wie gesagt, also Orientierungswissen hat man sich von der Soziologie in den 70er Jahren erwartet, das habe ich nicht mehr so richtig erlebt. Heute ist es höchst selten. Ich möchte aber drei Eckpunkte benennen, die meines Erachtens wichtig erscheinen auf der Suche nach einer gerechten Gesellschaft und wie dieser Weg zu beschreiten wäre. Und da es die Soziologie ist, ist es auch hinlänglich nebulös, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Und es klingt wahrscheinlich auch banal, aber ich glaube, man sollte noch mal genau darüber nachdenken. Nämlich der erste Punkt, und den habe ich auch in der kurzen Zusammenfassung, die auch in der Kongresszeitung zu lesen ist, betont. Erster Punkt, es geht um die Wiederentdeckung der Gesellschaftlichkeit unseres Lebens. Und die Gesellschaftlichkeit des gesellschaftlichen Lebens, da würden Sie denken, Tautologie, ja, ist doch selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Nach 3-4 Jahrzehnten der Betonung, dass wir alle vereinzelte Marktsubjekte sind, ja, die ihr Glück suchen und die es im Zweifelsfall auch auf Kosten zulasten anderer tun können, tun sollen und die damit eine systematische Ungleichverteilung von Lebenschancen selbst mit befördern. Nach dieser Zeit müssen wir uns dort klar werden, dass unsere je eigene Lebenssituation und das mehr und weniger, was wir haben, relativ zu anderen, eine gesellschaftliche Konstellation ist, eine gesellschaftliche Frage, eine soziale Frage ist. Und das müsste wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Und damit hängt zusammen, dass unser Leben und das Leben der anderen, ja, wenn ich es mal so sagen darf, insoweit es gesellschaftlich geprägt ist. Einerseits hängt damit zusammen, dass Ungleichheitspositionen relational sind, ja, also dass es einigen besser geht, hängt einfach damit zusammen, dass es anderen schlechter geht, ja. Hören wir auf, von Win-Win-Konstellationen zu reden, sondern es gibt hier sozusagen eine Problematik des Mehr und des Weniger. Und wenn unsere relative Position in Gesellschaft, unsere Position zu anderen gesellschaftlich geprägt ist, dann heißt es auch, sie lässt sich gesellschaftlich verändern. Und die Gesamtkonstellation von ungleichen Positionen in Gesellschaft lässt sich gesellschaftlich verändern. Und diese gesellschaftliche Veränderung ist der zweite Punkt. Also die Gesellschaftlichkeit unseres Lebens, die gesellschaftliche Prägung aller Positionen in dieser Gesellschaft, die anzuerkennen und die zum Motiv des Handelns zu machen, heißt, sich das Soziale wieder anzueignen. Das ist der Titel, den ich dieser kurzen Zusammenfassung gegeben habe, die Wiederaneignung des Sozialen. Das heißt, dass wir diese Einsicht darin, dass das Leben von uns allen sozial geprägt ist, dass wir die übersetzen in die Anstrengung, auch wieder kollektiv unser gesellschaftliches Leben gemeinsam selbst zu gestalten. Also das, was Autonomie heißt, Selbstgesetzgebung, das auch ernst zu nehmen und das aber nicht nur individuell zu deuten, also nicht nur unser eigenes Leben selbst bestimmen zu wollen, sondern unser Leben in Gesellschaft bestimmen zu wollen, kollektive Selbstbestimmung oder Selbstgesetzgebung, das ist, glaube ich, das Zeichen der Zeit und das, was angesagt ist. Und es kann einfach nicht mehr sein, ich wähle jetzt wahllos zwei Beispiele, es kann einfach nicht mehr sein, dass beispielsweise über Fragen der Grundsicherung, ja, nur die Höchstverdienenden oder die sehr gut Verdienenden entscheiden. Es kann nicht sein, dass über die Frage, ja, Selbstbeteiligung in der gesetzlichen Krankenversicherung nur Privatversicherte entscheiden. Das kann nicht sein. Ja? Also wir können nicht die Entscheidung über die soziale Prägung unseres Lebens Menschen überlassen, die sozusagen sich außerhalb stellen dieses Kontextes. Und da ich hier nicht die Zeit habe, muss jetzt auch enden, da ich hier nicht die Zeit habe, inhaltlich zu bestimmen, was diese Neugestaltung, diese politische Neugestaltung, die Selbstgesetzgebung unseres sozialen Lebens beinhalten könnte, würde ich nur zwei für mich zentrale Punkte nennen, die, glaube ich, bei den Grünen nicht allzu kontrovers sind, aber vielleicht doch, nämlich, dass individuelle Ansprüche an das eigene Leben und an das Leben in Gesellschaft
menschen- und bürgerrechtlich begründet werden müssen. Ja, es muss eine grundlegende menschen- und bürgerrechtliche Begründung von sozialen Ansprüchen dieser Gesellschaft geben. Und das heißt, dass die politische Gestaltung unseres sozialen Lebens darauf zielen muss, vergleichbare gesellschaftliche Lebensumstände für alle Menschen in Gesellschaft zu garantieren. Und dazu, auch dazu wird ein irgendwie starker, in Anführungszeichen, Staat notwendig sein. Aber dann das Dritte, also neben der Einsicht in die Gesellschaftlichkeit unseres Lebens und die Wiederaneignung sozialen, die politische Wiederaneignung unseres sozialen Lebens, wäre mein dritter Punkt, dass wir ein Bewusstsein dafür haben müssen. Auch das mag in diesem Milieu eher ausgeprägt sein als in anderen, aber letztlich bleibt es doch meistens zahnlos. Ein Bewusstsein für die Grenzenlosigkeit und gleichzeitig die Begrenzung der gerechten Gesellschaft. Wir tendieren dazu, die gerechte Gesellschaft in irgendeiner Weise, auch wenn wir das manchmal dementieren, aber die gerechte Gesellschaft definieren wir in aller Regel immer noch national, kulturell. Also wenn es hier uns wieder ein bisschen besser geht in 10 Jahren, dann sind wir auch wiederum einigermaßen zufrieden. Ja, und das ist jetzt nicht nur, glaube ich, bei anderen Parteien oder parteipolitischen Milieus der Fall, sondern letztlich, und es ist auch sehr naheliegend, dass uns sozusagen das Hemd näher ist, das eigene als das andere, aber letztlich kann es nicht mehr funktionieren, dass wir gerechte Gesellschaft im nationalen Maßstab diskutieren. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr im nationalen Maßstab diskutiert werden soll, aber wenn es um Griechenland geht beispielsweise, dann muss es genauso klar sein, dass Griechenland unsere Solidarität so verdient hat, wie es Mecklenburg-Vorpommern vor 20 Jahren getan hat. Ja, und es muss auch klar sein, dass die Solidarität, ja, und das Streben nach einer gerechten Gesellschaft nicht an den europäischen Grenzen aufhört. Und damit komme ich also zu dem letzten Punkt. Ich habe meine Zeit auch erschöpft und das knüpft, glaube ich, an diese Verzichtsfrage mit an. Ich würde auch denken, vielleicht ist Verzicht nicht der richtige Begriff, weil Verzicht ist sozusagen besetzt, glaube ich. Ich glaube auch, dass es um eine Form des Verzichts geht, aber es geht nicht um die neoliberale Variante von Verzicht, nämlich dass die Massen, ja, der Bürger und Bürgerinnen verzichten müssen, materiell verzichten müssen zugunsten von einigen wenigen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn des Verzichts. Und es geht auch nicht um die Frage, ja, also, dass wir, auch das eine neoliberale Frage, dass Gesellschaft sozusagen in dem beständigen Streben nach einer permanenten Arbeit am Selbst dann besteht, sondern ich glaube, dass wir Verzicht üben müssen in dem Sinne, dass wir sehen müssen, dass ungleiche Lebenschancen nicht nur national, sondern europäisch und weltgesellschaftlich deswegen ungleich verteilt sind, weil die einen von der Not der anderen auch mit profitieren und auch damit mitverantwortlich sind. Und ich denke, so eine Frage, gerechte Gesellschaft ist einerseits grenzenlos, ja, also kann sich nicht mehr nur im nationalen Rahmen als Frage und als Diskussion und als politisches Streben bewegen. Und andererseits gibt es eben Begrenzungen einer gerechten Gesellschaft insofern, als sie nicht nur im klassischen Sinne, früher war das hier das Parlament, im klassischen Sinne parlamentarischer Repräsentationspolitik hergestellt werden kann, sondern sie muss sozusagen von uns allen im Alltag, im alltäglichen politischen Prozess hergestellt werden. Das ist der letzte Satz. Also wir müssen, und ich denke, das ist heute ein ganz guter Anfang oder sozusagen ein weiterer Schritt da, wir müssen verschiedenste Formen der alltäglichen, direkten Demokratie üben und erproben. Und einerseits wäre es sozusagen der Slogan Occupy Wall Street. Mein Slogan wäre für heute Occupy, und das knüpft dann das an, was ich entwickelt habe, Occupy Your Life. Also besetzt euer Leben, ja, besetzt euer Leben als ein nicht nur individuelles, sondern soziales. Und ich hoffe, dass es heute in diesem Sinne hier auch abgeht. Dankeschön.